Servus Leute und willkommen zurück beim Bausimulator 2015. Ja, wir werden jetzt die letzten Paletten hier abladen bei der Mission, bei der, ja, bei dem roten Haus mit Balkon oder wie das geheißen hat. Ja, stimmt, das haben wir auch noch nicht, habe ich auch nicht erwähnt. Das hat mir einen Zuseher in die Kommentare geschrieben, die Kugeln, was da jetzt aufgetaucht sind, dass sie seit einem Patch dazukommen. Wahrscheinlich, das haben sich irgendwelche Leute aufgeregt, dass man nicht sieht, dass man da anhalten kann oder welche Palette man anhakt oder sonst irgendwas. Und deswegen werden sie es dazu gemacht haben, dass die nachher grün aufploppen oder sowas. Naja, ich hätte es nicht gebraucht, muss ich ehrlich sagen. Finde ich ein bisschen, ja, es ist nicht schlecht, aber ja, wertlos. Halt. So, du fliegst auch noch runter und dann haben wir noch die letzte Palette hier. Und ich glaube, wir haben uns irgendwo. Oh nein, warte mal. So ist es. So. Die werden wir auch noch abstellen. Wenn sie will. Passt, wir sollen die Baustelle freimachen. Das geht ganz einfach, weil die Maschinen kommen jetzt alle auf das Firmengelände statt. Danke sehr. Dann noch zum großen Pritschenwagen mit Kran. Der kommt auch zum Firmengelände statt. So, wir haben jetzt alle Maschinen wieder am Hof, halt auf unserem Firmengelände. 204.000 haben wir bekommen, 8.000 Erfahrungspunkte insgesamt. Das Level 11 ist noch nicht erreicht. So, wir schauen uns aber trotzdem einmal Firma an. Personal geht erst ab Level 11 einen weiteren anstellen und der erst ab 15. Boah, es gibt schon viele Levels. Bin gespannt, wie es dann weitergeht. Finanzen, laufende Ausgaben, halt wir haben 180.000 im Plus, im Endeffekt keine Waren im Besitz. Das schaut alles ganz gut aus. So, wir machen jetzt natürlich wieder zwei Aufträge. Einen für den Helfer, einen für mich. Ich werde jetzt machen, irgendwie gefallen mir die Aufträge nicht. Modernes Einfamilienhaus mit Flachdach. Betonpumpe, Kran. Da braucht man, da darf man einen Kran brauchen. Ich werde in Helfer die Doppelhaushälfte noch einmal machen lassen. Stellen wir gleich ein, dass er was zu tun hat. So, Aufträge, aktive Aufträge, zack. Lieber Helfer, einmal arbeiten. Danke sehr. So, und wir schauen uns jetzt an den nächsten Auftrag, den wir nehmen. So, wir nehmen uns jetzt 127, das moderne Haus mit Flachdach. Ist im Endeffekt das Sinnvollste mit Holzanbau. Na, wir nehmen das moderne Haus mit Flachdach. Schaut auch ganz gut aus, da müssen wir auch wieder was betonieren. Wandgrundierung von einem Baustoffhändler, große Ziegelsteine, Gießen der Vorbereitung. Na, müssen wir gleich am Anfang gießen. Das nehmen wir an. So, aber bevor wir da jetzt loslegen, schauen wir noch mit. Wir müssen gießen. Das bedeutet, wir werden zuerst die Betonpumpe werden wir uns einmal kurz transportieren lassen zum Fahrzeughändler in der Stadt. Ja, weil ich will nur da aussteigen können im Endeffekt. Es geht mir nämlich da rum. Wo ist er? So, ich glaube, da muss ich ganz auf die vordere Seite laufen, dass ich die nächste Maschine anschaffe, weil wir haben 455.000, so viel Geld brauchen wir in unserem ganzen Leben nie wieder wahrscheinlich bei dem Spiel, und wir bekommen ja jetzt schon wieder 200.000 dazu. Deswegen ist die nächste Anschaffung, und da hätte ich gesagt, der Turmdrehkran wäre da interessant, weil sonst, ich können wir noch mal schauen, Fahrzeuge, was ist noch? Es gibt noch den Radlader, den großen Bagger. Der große Bagger wäre aber auch interessant, oder beides. Na, wir kaufen jetzt in dem Bad nur den Turmdrehkran. Den will ich mir jetzt anschauen. 40 Meter, perfekt. So, der steht jetzt nicht hier, soweit ich weiß. Weil den muss ich einfach nur positionieren. Das ist das Ding hier. Das wird nachher auf der Baustelle positioniert. Wir werden uns jetzt zu unserer Baustelle begeben. Jetzt müssen wir nur herausfinden, welche Baustelle welche ist. Wir sind nochmal bei der Baustelle 2 tätig. Schauen wir mal hin. Und steigen da jetzt mal aus. Wir haben jetzt als ersten Aufgabe hier die Betonplatte zu gießen. Aber davor, bevor wir das machen, habe ich vor, hierher zu gehen einmal.
und sagen, einmal beauftragen, den herliefern. Genau. Liefern lassen. Jo, das ist schon ein geiles Teil. Einsteigen in den Dunkel. Boah. Gibt's da Innenansicht? Ja, das sieht überhaupt nichts, wenn es da Innenansicht. Ah, die ist aber nicht schlecht. Okay, das ist drehen. Okay, das ist Schiene fahren und das ist rauf runter. Und wahrscheinlich wird. Ich habe nur geschaut nach, ob es noch was gibt. Ja, wahrscheinlich irgendwas wird es noch Last drehen. Das wird genial werden, mit dem abzuladen. Aber zuerst müssen wir die Bodenplatte betonieren. Und wir stellen uns diesmal. Wo stellen wir uns denn hin? Ich will eigentlich nicht auf der Straße stehen. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir sie sonst hinstellen sollen. Wir haben es zwar jetzt letztes Mal relativ nahe und relativ fern hinbekommen. Halt nahe eher selten, eher doch weiter in die Ferne. Aber wir werden es probieren, wenn wir uns direkt da ganz hinten in die Ecke stellen. Ich glaube, da stört am wenigsten. Und ich glaube, schauen wir uns das einmal an. Es könnte sich ausgehen, dass ich alles erreiche. Dann würde ich sagen, fahren wir unsere Stütze nochmal hier aus. Drück dich ein bisschen noch auf die Seite, perfekt. Du stehst, Abmarsch. Und fahren wir mal gleichzeitig auch die ganzen Sachen aus. Da kann man gleich nachher auch die Klappe öffnen, obwohl die wird sich gleich wieder schließen, wenn ich nicht täusche. Wir müssen auf jeden Fall Beton holen zuerst vom Kieswerk, dass wir das gießen können. So. Ich will gar nicht so weit ausklappen, vielleicht brauchen wir gar nicht so weit. Wir schauen uns das einmal an. So groß ist die Bodenplatte diesmal nicht. Und wenn ich da ziemlich den Ausleger ausfahre, auf gerade, so, schauen wir mal, wenn ich da jetzt runter kipp. Ja, ein bisschen müsste man auch ausfahren. Aber so schaut er nicht einmal verkehrt aus jetzt. Und das machen wir aber ausfahren, machen wir auch einfach mit dem runter. Mit dem Hauptkran runter. Und dann fangen wir in die Ecke an und dann klappen sich nachher rauf. So schaut er jetzt wieder richtig aus. Das einzige, das Gelenk hier gefällt mir nicht ganz. Keine Ahnung. Entweder ist es eine Einbildung oder habe ich doch recht oder sowas. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, der sich auskennt damit. So, wir müssen aber jetzt mit dem Betonmischer machen wir einen Schnellweg zum Kieswerk. Ja, dort müssen wir uns einmal auffüllen. So. Ja, 300. Es geht halt, Geld haben wir im Endeffekt en masse. Ich muss jetzt nachher nachschauen, ob unser Helfer nicht schon fertig ist mit dem ersten Auftrag. Da bin ich mir nämlich nicht sicher. Das finde ich auch cool, dass du wirklich nicht, dass der jetzt einfach nicht da ins Überladen anfängt, sondern erst wenn du mit dem drunter bist. Das Problem ist, ich bin nur jetzt nicht drunter. Füllvorgang gestartet. So, unser Helfer macht irgendwas, glaube ich, oder nein, der macht, glaube ich, gerade nichts mehr. Aufträge, deswegen geht es gleich weiter mit aktiven Aufträgen Anbau. Helfer bitte starten. Danke sehr. 2 Minuten braucht er dafür. So, und wir sind gleich voll. Und dann geht's ab zur Baustelle. Die sollte man sich aber derweil einmal auf der Karte markieren. Wir sind bei der Baustelle 2. Das ist das Blöde, dass man das nicht sieht. Ah, die 2 Baustellen sind nicht weit entfernt, halt, da können wir zuerst zu der schauen. Dann müsste man es eigentlich eh gleich sehen. So, weiter geht's, füllen. Für das Füllen hätten sie ein bisschen schneller machen können. Das ist, weiß nicht, unnötige Wartearbeit. Aber wir haben nicht voll gefüllt, weil vorletztes Mal haben wir 5000, halt, ich bin ein bisschen zu früh weggefahren. Und man dachte, wurscht. Ich weiß auch keine Ahnung, wie viel Beton wir dafür brauchen jetzt für die Platte oder ob wir nur die Platte haben, weil letztens haben wir ja die Platte gemacht, plus nachher die Wände und so weiter und so fort. Und das ist alles mit einem Betonmisch ausgegangen und die Wände waren ja wirklich kaum mehr was. Die sind ja so pft,
Und die waren voll ungefähr. Alter, man braucht 10% oder, weil es war ja die Pumpe auch noch komplett voll danach. Schade, dass man das auch nicht reinigen muss zum Beispiel. Weil normalerweise eine Pumpe, der macht da hinten nachher auf, tut das Durchspülen komplett, muss dann so vorne, muss vorne so einen Ball reinhauen, so einen Schaumgummiball. Und mit dem wird sozusagen das Rohr gereinigt. So, na, bremst nicht so weit ab. Ah, die Ackertexturen kommen mir immer sehr vom LS bekannt vor. Kommt mir so vor. Halt die Pflugtexturen. So, mir reicht's. Weh, du willst jetzt auch rüber. So, ich glaube, der bleibt stehen beim Abbiegen, wenn keiner kommt. Das wäre der nächste Held gewesen. Meine lieben Freunde hier im Straßenverkehr. Die verbrauchen wahrscheinlich auch maximal an Performance. Du willst nicht stehen bleiben. Also ich soll auch abbiegen. Ich hätte ihn links überholen können. Egal. So, wir sind nicht auf der Baustelle. Da ist unser Helfer tätig. Wir sind, okay, der ist schon wieder da. Auf der nächsten Baustelle, die da. Boah. Leute, geht's mir nicht auf die Nerven mit euren. So, den Helfer haben wir jetzt nachher gleich an. Wenn wir auf unserer sind, die müsste dort hinten irgendwo sein. Ja, da sieht man schon den Kran von ein bisschen in der Entfernung. So, ich hoffe, ich kann von der Seite jetzt reinfahren. Oh ja, das ist eh die. Ja. Oh, gleich mal rückwärts hinschieben. Ein Stück noch nach vorne. Zack, zack, zack. Ah, ich habe es vergessen. Die Klappe zu öffnen. Jetzt kann ich nicht ranfahren. So, jetzt machen wir die Klappe auf. Dass ich mir nur gemerkt, dass das die Y-Taste ist. Und jetzt werden wir den Helfer gleich den Auftrag wieder weiter anschaffen. So, Amber, Helfer, danke sehr. Das finde ich auch komisch, dass er da laden muss jedes Mal. Keine Ahnung, für was er das macht. Das ist meiner Ansicht auch ein bisschen sinnlos. So. Rüber mit der Kutsche. Und dann starten wir mal das Ganze. So, perfekt. Rohr fallen lassen. Wenn es ausgeschwungen hat. So, das stoppen wir jetzt mal ab. Dann würde ich sagen, starten wir das Ganze. Und gießen wir. Ja, super. Jetzt weiß ich noch nicht, wie ich da zurückfahre. Oh, in echt müsste der ganz knapp über dem Boden bleiben. Wieso kann ich da jetzt nicht? Ach so, so müsste ich einklappen. Hä? Was mache ich jetzt da gerade? So, wieso kann ich jetzt nicht einklappen? Sorry, das war jetzt mein Handy. Ich verstehe jetzt nicht, wieso ich nicht einklappen kann. Er macht mir jetzt gerade die eine Achse nicht. Ah, jetzt macht das. Falsche Richtung war das. So. Jetzt sollten wir es aber gleich hier draußen haben. Es ist ein bisschen Übungssache mit das Ganze. Dann geht's eigentlich ganz prima. So. Füll nicht den Keller an, füll nicht den Keller an. Sonst hatte ich der Hauseigentümer. Nein, 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 nicht den Keller anfüllen, habe ich gesagt. Das sieht keiner, das hat Gott sei Dank keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Boah.
das in echt dann machen würde, ich glaube, ich der dann, wenn ich der Besitzer wäre oder der zum Betonieren gerufen habe, ich der den sofort, was nicht, von der Baustelle vorjagen, der deine, das, was nicht, das Pumpunternehmen halt, das bei Zementfabrik irgendwie, weiß nicht, die müssen, der fliegt raus, glaube ich, aus der Firma. Weil sowas darf da nicht passieren. Wenn es da, keine Ahnung, kurz mal einen halben Kubikmeter oder einen Viertel Kubikmeter Beton über die Stiegen runterrinnen lässt, die fertig sind. Weil das reinigen oder wegbringen ist ein bisschen so, wir sollen die Betonpumpe fertig machen. Ja, dann sind wir halt schon fertig. Würde ich sagen, klappen wir einfach raus. Jo, der Beton ist fertig, Gießen der vorbereiteten Baustelle, bla bla bla. Wandgrundierung von einem Baustoffhändler, drin für die Ladung in dem Bereich. Ja, jetzt werden wir mal schauen. Wir werden uns natürlich den großen schnappen. Da werden wir zuerst, ja, steige ich einmal gleich ein. So, na, das ist der kleine. Der große steht nebenan, aber was ich auch noch gerade gesehen habe, wir sind für heute schon wieder am Ende. Wir schauen uns dann am Morgen an, wie es weitergeht hier mit der Mission. Das bedeutet, wir müssen zum Baustoffhändler, müssen uns dort ein bisschen was besorgen, das auf die Baustelle bringen und so weiter und so fort. Unser Helfer ist auch schon wieder gleich fertig. Den werden wir auch gleich wieder den Auftrag geben. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei einem neuen Bad Bausimulator 2015. Bis dann, tschüss.